Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir haben in der letzten Folge die Seide bekommen. Ja, jetzt wollen wir sie auch mal zurückgeben. Wir haben in der letzten Folge auch einige andere Kleinigkeiten erledigt. Und die klappern wir jetzt einfach mal den Rest ab. Erstmal die Seide. Ja, Seide? Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Nee, war's auch nicht. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je, das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Stoffballen ist das Einzige, was ihr wirklich wertvoll ist, was ihr wichtig ist und was ihr viel bedeutet. Boah, mein... Wenn sie das meint. Okay, dann dackeln wir gleich das nächste ab. Viel haben wir ja nicht mehr. Vielleicht können wir auch noch jetzt demnächst auch mal wieder zum Schiff fahren gehen. Ah. Ich möchte wieder auf See. Die See ruft. Nach mir, ihr hört schon. Wusch. Wusch. Ja. What's up? Von einem Mann versucht, mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Okay. Das ging schnell. Vorderfenster? Hinterfenster? Ehrlich, Tür? Ja, komm raus da! Ha! Achso, ich soll das verteidigen. Ich verstehe. Und zack. Ich weiß nicht, aber das geht einfach. Das geht zu einfach. Pam. Mal gucken, ob wir den Ehemann wieder gleich down kriegen. Ach, wie viel von denen gibt es eigentlich? Ich find's ja witzig, Connor braucht nur einen Handgriff machen und die Story ist erledigt und die anderen prügel, prügel und studier. Pam. Na gut, jetzt auch mal. Ey! Du bist gut. Du bist du. Pam. Ja, komm schon. Konter mir nicht aus, du Sau. Na, komm schon. Ich bin das wilde Wiesel. Zack, pam. Nix. Nix, pam, okay. Okay, dann andere Kampftechnik. Klappernder Storch. Na, pam. Was? Der ist fix gewesen. Gut, dann nehmen wir mal zitterndes Einhorn. Das hat auch funktioniert. War offensichtlich eine sehr effektive Kampftakt. Ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie sie funktioniert. Ellen und Maria sind frei von dir. Das sage ich. Das sagen die Leute hinter mir. Glaub mir, wenn ich dir sage, falls du jemals wieder hier auftauchen solltest, bringe ich dich um. Du kannst sie haben. Hab Dank. Ihr alle. Noch nie hat sich jemand so für uns eingesetzt. Wir halten zusammen, Ellen. Ich fühle mich zu Hause. Ich werde einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Versprochen. Bei allen einzeln. Mann, ich weiß nicht. Die haben sich jetzt irgendwie bei den Missionen nicht gar so viel Mühe gegeben. Eigene kleine Schattenseite vom Spiel, aber amüsant zuzusehen. Hochwertige Waren herstellen. Nennt man das heute so. Okay. Okay, dann wollen wir gucken, was es sonst noch für hochwertige Waren gibt. Hier gibt es... Na, sie fixt schon wieder. Das Ding, die... Warum können die nicht einfach die... Ich glaube, ich habe den Namen der Engine herausgefunden. Bin Laden. Weil so ist sie, ehrlich gesagt, stressig, aufwendig und immer mit dem Laden beschäftigt. Okay, da haben wir aber noch etwas. Eine Quest bleibt jetzt hier und uns noch. Die will ich jetzt auch mal gleich andackeln und dann will ich auf See. Dann will ich auf See, das will wieder mehr. Connor braucht das Salz in die Nasenflügel. Sonst trocknen die aus. Ja,
Habe ich schon wieder doppelt geklickt. Sehr fix. So. Gleich wieder das Messer ausrüsten. Passt alles wieder an Ort und Stelle, wo es sein soll. Warum sie eigentlich diese Schnellteleportierreisen nicht in der Mitte von der Siedlung gemacht haben, sondern immer nur an 4 Punkten am Rand der Siedlung. Verstehe ich nicht. Okay. Wer will jetzt mit uns? Das ist der Jägerin. Die Ellen? Ich brauche hier mal einen wie dich. Hochzeit? Hochzeit, okay. Ich habe mich verlesen. Ich habe gar gedacht, das geht aber fix, Herr. Das muss ein guter Franzose sein. Mein Freund! Norris, was machst du? Sie sagt ja. Miriam? Wir werden... Doch, Hochzeit! Alter, das ging fix. Das ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja! Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich, was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Ja, ich habe dort zu tun. Ich hebe schwere Sachen. Norris ist ein Pedant, was Traditionen angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hoffen, dass du sein Haar bei der Zeremonie übernimmst. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übergeben, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Junge, pass auf mein Mädel auf. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Cookies müssen für Verpflegung sorgen. Und Alan für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schwingen, ich die Trauung vollziehen und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Mhm. Das ist viel Arbeit. Jo. Wir fangen hier an. Willst du jetzt die Brücke anfangen zu schmücken? Als erstes die Brücke schmücken. Zwei wollen heiraten und dann die Brücke schmücken. Das sind die... Ein paar Tage später, okay. Ja, warum stehe ich hier? Ich... Mit Norris reden, okay. Wie geht's eigentlich? Achilles, der ist doch eigentlich halb auf dem Sterbebett. Alter, so kannst du doch nicht... Guck mal her, der geht mit Rucksack und Arbeitsklamotten zur Hochzeit. Oder ist das noch eine Vorbereitung, oder was du hier machst? Connor, alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es? Nur ich finde Miriam nicht. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. Ja, okay. Hinweis auf Miriams Aufenthaltsort suchen. Das sollte nicht so schwierig sein. Man muss einfach immer nur den Gewehrschüssen folgen. Dann könnte man hier durchaus Erfolg haben. Ist ja gleich hinterm Haus, oder wie? Okay. Hallo? Hallo? Irgendwer? Irgendwas? Irgendwie? Oder ist es im Haus? Tatsache. Beim Spielbrett? Ha? Ist mir jetzt nicht ganz verständlich. Oder ein Stockwerk drüber. Mhm. Ah! Was? Ein umgekippter Blumenstrauß? Was kann Connor daraus lesen? Ein zerbrochener Spiegel? Okay, sie könnte noch in ihren Tagen sein. Es ist noch nichts Ungewöhnliches. Sie ist adrett gekleidet. Was macht sie denn da? Sie ist adrett gekleidet und er in Arbeitsklamotten. Und er ist der traditionelle Pedant. Mir nicht ganz klar, aber vor allem, wie will die hier mit ihrem Brautkleid die Bahn entlang kraxeln? Komische Frau. So, dann wollen wir mal hintergehen. Wie weit ist das eigentlich? Ja, die ist irgendwo bei hier im Lager. Miau. Pum. Aber... Okay, das sind schon mal...
ja, wie soll man sagen, interessante Hinweise. Es scheint offensichtlich bei ihr gerade irgendwie das Herzflattern angefangen zu haben. Oder ja, Herzkranzflattern, so wie man so schön sagen kann. Da scheint offensichtlich nicht mehr viel mit Liebe im Spiel zu sein. Da scheint sich in der Schlacht das Schwert verbogen zu haben und das passt ihr nicht. Ich bin hässlich, ich habe einen Pickel im Gesicht. Lass mich raten, irgend sowas. Warum läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Na komm schon, geh weiter. Weiter. Weiter, du Sau. Du hast eine Frau im Hochzeitskleid nicht eingeholt, oder? Sah jetzt bloß danach aus, als wäre da so, ne, und so, ne? Ha! Alter, wie schauen der aus? Wie schauen beide aus? Du darfst die Braut küssen. Das ging fix. Jo, letzte Hochzeit, auf der ich war, der hat das länger gedauert. Der hat dann noch vorher noch ein paar andere, ja, Bücher vorgelesen und hat ein bisschen eigentlich gedauert, okay? Alter, ist hier eine Stimmung. Also die akustische Kulisse ist unbeschreiblich. Ich fühle mich wie auf einer Hochzeit mit Musik und allem drum und dran. Wunderschön. So eine wünscht sich eine jede Frau. Okay, dann wollen wir gucken, ob wir mit irgendjemandem das Gespräch suchen können. Mit den beiden zum Beispiel. Hallo Connor. Amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Hut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Ah, die Stimmung. Atemberaubend. Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Connor, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Armer Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Hallo? Jetzt kommt endlich die Musik. Passt. Entschuldigt einen Moment. Danke. Es dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet.
Aber diese hier ist für dich, Connor. Die kann schnell falten. Ist mal ehrlich. Danke. Also ich weiß nicht, das Audio haben sie irgendwie verkackt. Aber so richtig. Das Spiel ist optisch saugeil, storymäßig auch ganz lustig, aber Audio haben sie verkackt. Schade eigentlich, das macht solche schönen so im Moment eigentlich ein bisschen, naja. Gut, werde ich nachher mal gucken, ob diese Fahne tatsächlich existiert. Ich habe hier irgendwo herumfliegen. So ein Fahnenalmanach. Muss ich mal gucken. Okay, aber gut, wir haben nach dieser hinreißenden Hochzeit, haben wir jetzt genug für diesen Part. Ich will endlich auf See. Wir sehen uns im nächsten Part. Bitte Gott.